So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal einen kleinen Trade-Up, wo ich gerade zufällig geguckt habe. Ich habe gerade eine Runde im MN gespielt mit den anderen und habe mit der M4 enorm viel gedrückt. Und ja, habe gedacht, okay, ich muss jetzt mal, und habe mir einen Skin rausgesucht, den ich gern hätte. Und natürlich Star Trek und die Dragon King war jetzt in dem preislichen Bereich, wo ich sage, okay, die gefällt mir eben gut von der Optik und ist jetzt auch noch vom preislichen nicht zu teuer. In Star Trek natürlich. Habe ich hier geguckt, mal was ich kaufen muss oder kann, um die eben zu trade-uppen, und habe die Sword of Serenity gefunden und die war in Minimal Wear, habe ich glaube ich 1,40 bis 1,60 wird die bezahlt, 10 Stück. Ich habe quasi 16 Euro Einsatz in Minimal Wear und habe eigentlich eine recht hohe Chance, Factory New rauszubekommen und mache eigentlich somit fast mit jeder Gewinn, außer natürlich mit der Muertos. Die Cartel wäre, die würde ich direkt wieder auf den Markt schmeißen. Die Muertos würde ich vielleicht spielen. Und die M4 wäre jetzt der Hammer in dem Fall. Die gefällt mir einfach jetzt so am besten. Es gibt eigentlich, finde ich, M4-Skins sind die meisten irgendwie nicht so toll. Es gibt noch so den Basilisk, der hat mir gefallen, aber der ist ein bisschen zu defensiv. Und die Dragon King sieht einfach extrem cool aus. Hole ist natürlich der absolute Wahnsinn, aber ja, ihr wisst schon, nicht bezahlbar. Jo, deswegen switchen wir jetzt mal rein. So, hier haben wir die Serenities. Alle in Minimal Wear. Dann packen wir die mal rein. So, Minimal Wear alle. Wäre ja auf jeden Fall fett, wenn es die M4 wäre. Wäre preislich gut und wäre natürlich auch spielerisch gut, weil ich dann den M4 Star Trek Skin habe, der mir extrem gut gefällt. Die Cartel wäre noch okay. Aber die würde ich mit Sicherheit verkaufen, weil ich ja gerade die Case Hardened spiele. Muertos wird halt ultra reinkacken, weil die ist, die würde ich jetzt noch nicht unbedingt spielen. Also ich würde sie spielen wahrscheinlich oder eventuell auch verkaufen. Aber die wird halt preislich auf jeden Fall reinkacken. Nicht ganz so krass in Factory New, aber trotzdem auf jeden Fall reinkacken. FN wollen wir. Vertrag absenden. So, jetzt hoffen wir einfach, dass es die M4 wird. Ich drücke die Daumen. Ich hoffe, ihr auch. Cartel wäre noch okay in Factory New. Muertos wird reinkacken. Ich bin gespannt. Bitte M4 Dragon King. Ja, Mann. Ja, okay. Ich habe es nicht genug abgemacht, aber ist egal. Ich habe es gesehen, es ist die Dragon King. Richtig geil, ein bisschen abgenutzt, also die wird auf jeden Fall nicht Factory New sein. Ich bin jetzt mal gespannt. Minimal Wear, okay. Ist egal, hau Hammer, auf jeden Fall, die werde ich auch gleich ausrüsten. Richtig gut, ich finde, also zum nach der Hole natürlich, einer der geilsten M4 Skins auf jeden Fall. Somit bin ich jetzt auf jeden Fall froh, dass es geklappt hat. Drückt mir doch einen Daumen hoch rein. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.